Hallo Leute und herzlich willkommen zu der letzten Folge Let's Play Crysis 3. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir werden in der letzten Folge jetzt hier das Seth-Wurmloch schließen und mal schauen, wie diese gesamte Story enden wird. Ich bin sehr gespannt darauf, beziehungsweise ich habe es ja schon mal durchgespielt, also eigentlich bin ich nicht ganz so gespannt darauf, aber ich freue mich schon sehr darauf, weil es so cool ist und ich hoffe, ihr freut euch auch darauf, zu sehen, was gleich passiert. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir gehen hier mal zu diesem schönen Strahl, der da oben dieses Wurmloch gerade aktiviert, damit die Seth-Truppen die Erde verwüsten können und so Kram. Und die jetzt ihre Heimatgalaxie jetzt anreisen wollen. Und ja. Hallo, du schöner Strahl, du. Alles klar. Primär Alpha Seth vernichten. Alles klar. Du Hurensohn. Du und ich. Genau wie geplant. Hm? Komm schon. Hierauf schießen, da ist der Boss runter. Alles klar. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. So, weil der Fight ist ziemlich schwierig, das kann ich euch jetzt auch schon sagen. Oh, wir sollten den Modus umstellen. Hier. Okay, fuck. Nee, noch nicht, okay. Okay, jetzt müssen wir laufen. Jetzt müssen wir uns beeilen, Leute. Okay. Okay. Wir haben ihn abgehalten, uns zu schädigen. Trotzdem will er uns jetzt halt schön auf die Fresse geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ganz klassische bevorstehende Angriff. Oh, okay. Vielleicht sollten wir es irgendwie verstecken. Jetzt hat. Ja, wohl den einen haben wir. Der eine Arm von ihm ist kaputt. Alles klar. So, jetzt müssen wir gleich spammen. Oh, und zwar der Taste. Leertaste! Bam! Was ist das? Nein! Dieser Anzug gehört mir! Du riesiger fliegender Wurm, stirb! Wir haben eure Technologie weiterentwickelt! Oh, das ist gut hier! Ich halte doppelt so viel aus wie du! Okay, das gilt es jetzt zu überprüfen, ob dem so ist. Es wird ein bisschen schwierig. Weil das ist so ein Phasen-Bosskampf. Also wir haben immer den Bosskampf, wo wir den Boss killen müssen. Und dazwischen, wenn wir den Boss erstmal ordentlich auf die Fresse gegeben haben, dann ist es unser Ziel, im Prinzip, wir werden dafür mal in den Talmodus gehen. Ist es unser Ziel hier. Nee, wir gehen hier rein. Oder? Gehen wir hier rein? Ja, wir gehen hier rein. Oh, hoppala. Fuck, ich kann noch nicht ablegen, oder? Ja. Ich hoffe nicht, dass das Hals in die Luft fliegt, weil das wäre wieder ungefähr so typisch. Stell einen riesigen Panzer vor die Fresse, um hier alles abzukillen und dann haben die Aliens leichtes Spiel, den Panzer zu zerstören. Aber ja, ihr seht schon, die ganzen kleineren Seth kommen jetzt hier dem Alpha Seth zu Hilfe. Und ja, es macht natürlich auch Sinn, weil der Alpha Seth ist natürlich nicht der das Wurmloch hier speisen möchte. Und. Oh, hi, da bist du ja schon wieder. Ziehen wir es durch. Ja, verpiss dich. Und für diese riesige Schatten gerade von dem Seth, ey. Scheiße, was dann. Das bringt da ist drauf zu schießen, weil irgendwie. Da ist müssen wir uns beeilen. Ich glaube, er hat mich davor gehabt, uns hier auf die Fresse zu geben. Ist das so? Ich weiß es nicht. Ah! Wir haben jetzt hier ein Energiepaket, das ist gut. Das ist gut. Nee, ist nicht gut. Scheiße. Hä? Wir waren direkt im Energieteil. Na gut, egal. Ja, machen wir es nochmal, Leute.
das werdet ihr jetzt häufiger sehen, diesen Anfang, weil das nicht unbedingt der einfachste Bosskampf ist und da einfach auch nicht mehr wirklich. Nee, warte, das war halt ich bloß. Du Hurensohn, du und ich, genau wie geplant, komm schon! Ich meine natürlich auch posthumaner Krieger. Apokalyptisch war Darkseiders, spiel ich gestern grad. Okay. Ihr seht immer schon, wenn er hier so seine ganzen, jetzt mal Hände zusammenpackt, dann möchte er uns auch ja, so einen großen Tritt verabreichen. Ne, du hast nicht getroffen. Aktuell sind Nanotyp auch mega überladen, wodurch wir auch keinen Schaden nehmen. Später wird es etwas schwieriger dann, wie ihr gerade eben gemerkt habt. Ah, jetzt hat ja. Okay. Deshalb haben wir. Ich würde sagen, wir gehen dann direkt hier zu dem Panzer gleich. Okay. Rocket! Sind wir okay? Erstmal voll den Star Wars-like Sith Blitzstoß. Den verabreichen. Okay. Wir haben eure Technologie weiterentwickelt. Okay, jetzt kommen. Ich halte doppelt so viel aus wie du. Oh, okay, Hackern. Teile sind mega praktisch, nämlich. Nehmen wir es ein bisschen ran. Den hacken wir auch noch. Die sind super praktisch. Genau, so. Weil die schießen jetzt die Teile ab, ohne dass wir was machen müssen im Prinzip. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Die können sie ja schon mal markieren. So. Wir können auch schon mal die Energiereserven markieren. Gauss Rifle haben wir hier. Cool. Ey, sag mal, seid ihr hier unfair? Killt ihr halt mal. Okay. Ah, alles klar. Jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt haben wir keinen. Ah ja, genau. Und dazu, weil jetzt haben wir keinen unendlichen Schild mehr. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier ein bisschen Deckung suchen. Und bei Gelegenheit diese schönen. Okay. Müssen wir aufpassen. Hilfe! Ach, er wollte uns gar nicht mit seinem Gesicht in die Fresse hauen. Oh, 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 wir haben keine Energie mehr. So, komm, wir sind direkt neben diesem Seth-Energie-Dingsteil. Ach so! Ach, jetzt haben wir es überladen. Ach, wir mussten F drücken für. Okay. Ah. Ja. Scheiße. Okay, das, da hilft auch keine Nahrungsmittelbeladung, wenn wir, wenn der gute Alpha-Sef uns einmal ordentlich auf die Fresse gibt. Du Hurensohn, du und ich, genau wie geplant, komm schon! Echt so, komm schon. Ah, wir müssen den Mond umwechseln. Ja, das müssen wir mal wegschmeißen und aufnehmen. Ist ein bisschen verbuggt, weil wir haben nicht unseren Dauermodus, sondern nur unseren Shotgun-Modus gerade eben gehabt. Oh, jetzt möchte er uns wieder schlagen. Nee, ich muss nicht schlagen. Holy shit. So. Genau. Ja. Jetzt will er uns wieder eins rüberbraten. Oh! Oh, jetzt ist der Nahrungsmittel nicht mehr überladen. Scheiße. Ah! Nein, ich habe keine Munition mehr für den Weak Spot! Ah! Jawohl! Ghost Rifle for the win. So. Was, der hat uns gerade vom Nachladen abgehalten? Rocket, nein. Rocket, sind Sie da? Sind
Bam. So, okay. Dieser okay. Anzug gehört mir. Was machen wir jetzt heute? Wir. Das ist Ghost Rifle Muni. Wir haben eure Technologie weiterentwickelt. Okay. Was machen wir jetzt? Ich halte doppelt so viel aus wie du. Okay. So. Warte, warte, oh mein Gott, warte. 4-4-4-4-4. Bam! Was war das? Dreifach-Kill oder sowas, ne? Ich würde sagen, das ist noch eine coole Idee, um diese Viecher in die Luft zu jagen. Das funktioniert. Okay, das war fast, das ist jetzt fast ein bisschen zu Munitionsverschwendung. Hi. Hi. Okay. Okay. Gut, wir sollten uns mal hier wieder unser. Was haben wir? Reaper-Kanone. Das ist gut. Ich glaube, es ist am effektivsten gegen den Alpha-Seth. Ich würde sagen, Nanos wird überladen. Okay, so. Ah, falscher Modus, so. Jetzt können wir wieder getrost dem auf die Fresse geben, ohne dass wir uns auf irgendwas. Ich glaube ja, die Taktik ist hierbei. Oh, fuck. Ich glaube ja, die Taktik ist, dass man ihm auf die Augen schießen muss. Sodass er dann, hier. Ist das so? Ich sehe das. Ja, jetzt sind die Augen nämlich aus wieder und jetzt versucht er uns wieder auf die Fresse zu geben. Toll. Hat er hier seine Sniper-Gewehre ausgepackt oder was? Ah, jetzt hat. Bam, wir haben den nächsten Arm. Wir haben den nächsten Arm, Leute. Das ist gut. Wir uns wieder ranziehen. Na, wir sind kein Seth, Leute. Ich versuche mit dem guten Alpha hier auch mal klar zu machen. Ich bin nicht wie du. Ganz und gar nicht. Checkpoint, nice. Ich bin besser als du. Die Lache als auch noch. Ich werde dir zeigen, was ich kann. Besser als du. Ja, ja. Wir haben auch mehr Kram, um diese scheiß Viecher abzuballern. Lass mal unseren Bogen benutzen, Leute, ne? Wir wollen ja ein bisschen im letzten Bossfight ein bisschen Action haben. Lass mal hier die Elektrospitze benutzen. Was haben wir denn da hinten? Ach, ist es egal, das geht eh drauf, das Viech. Boom! Wurzel, okay, sie ist nicht draufgegangen. Scheiße. Hat zwei Elektro-Pfeilspitzen gebraucht, um das Teil zu killen. Das finde ich echt ein bisschen übertrieben, aber okay. Super Termit sollte besser sein. Oh! Hoppala! So. Super Termit! Boom! Scheiße, okay. Treffen sollten wir trotzdem noch. Jetzt hat. Achtung! Das, was am meisten Spaß macht, wenn man dann diese Drecks, wie diese Quallen in Kampfanzügen sieht, wie sie hier durch die Luft platzen und alles dreckig machen. Nice. Der nächste ist da hinten. Den können wir ja wieder aufspießen mit unserem normalen Pfeil. So. Okay, fuck. Was euch vielleicht aufgefallen sein mag, das. Oh nein! Oh Gott, das war klappt. Es gibt ja diese super Termitspitzen und wem es noch nicht aufgefallen ist, mein. Oh oh. Mein Ingame-Name in vielen Spielen, der ist ja Tervit, wie es aufgefallen sein könnte. Der kommt ursprünglich von diesem Termit, von diesem Explosivgemisch, was ich immer fand, was sich cool anhört. Und dann dachte ich mir mal. Ziehen wir es durch! Oh fuck! Okay, ich glaube, wir können, oder? Hallo? Ja. Nein, nur Angriff. Oh je, oh je, oh je. Nein, hast du überladen? Laufen! Nein! Fuck! Scheiße, jetzt habe ich zu viel gelaufen, hab's nicht aufgefasst, dass er da kam. Ich bin nicht. Verdammt! Wie du. Nein! Ganz und gar nicht. Scheiße! Ach komm! Ich bin besser als du! Ich werde dir zeigen! Ja, okay, lass uns den Fall hier helfen. Das ist doch ein bisschen entspannter. Gott sei Dank hatten wir gerade einen Checkpoint, ey. Ansonsten wäre es ungefähr mega dreckig gerade gewesen.
Aber einem wird irgendwie hier alles zur Verfügung gestellt, von Alien-Waffen zu normalen OP-Waffen wie dem Mikrowellenlaser und den Gauss-Geschützen. Dann haben wir noch Pfeilmunition hier. Also es wird schon darauf geachtet, dass man hier gut was zu tun hat. Oh! Oh je, ich hab ich bin nicht mehr unsichtbar, meine ich. Okay, zwei haben wir aktiviert, zwei von diesen automatischen Geschütztürmen. So, ein weiteres habe ich aktiviert. Das ist eigentlich immer die gechillteste Variante, um die Seth hier auseinanderzunehmen. Hier gibt es einfach mal zwei Typhoons, die hier rumflacken. Und hier Eltex, oder was? Alles klar. Ja, okay, dann lassen wir kurz Eltex benutzen, Leute, oder? Wo sind denn noch Gegner? Ach, sind keine Gegner mehr? Okay. Ich muss meinen Ghost Rifle wieder aufnehmen. Oh nein! Oh nein! Oh weh, das war jetzt ein bisschen... Okay, Mikrowellenlaser ist doch nicht die beste Idee auf die Range. Oh doch, er hat so die Range. Alles klar. Ich bin nur gerade irgendwie nicht in der Nähe von... Oh Gott, ich glaube, ich nehme mal schnell das Aufladenpaket hier. Aufladen! Hallo, aufladen? Hallo, aufladen? Alles klar, das passiert nicht. Alles klar. Bestmöglicher Zeitpunkt, um nicht zu funktionieren, Aufladeteile. Absolut überladen. Komm! Geht doch. So, jetzt brauche ich noch irgendwo eine gescheite Waffe. Da hinten gibt es noch eine schöne Reaper-Kanone. So, jetzt halt. So. Wir sind fertig, Leute. Jetzt geben wir den mal auf die Fresse. So. Okay. Jetzt kommt der nahende Angriff. Das heißt, für uns laufen. Und zwar schnell laufen. Das Problem ist, dass der auf Dauer diese Felden zerstört mit diesen Angriffen. Und dementsprechend bevorstehende Angriffe. Okay, geil. Vielleicht sollte ich auch einfach mal entdecken gehen. Oh, hi. Kommt da noch so ein Zusatzset von hinten ungefähr? Oh, da! Wir haben's! Das war der letzte von den Armen. Okay. Go for it. Leer Taste! Spannen! Arm! Oh oh. Das ist ein bisschen viele Sachen drum, würde ich sagen. Für das Raptor-Team, du Hurensohn. Ja, wir haben geschafft, Leute. Platz gewonnen! Jawoll. Die anderen schon voll rot anlaufen, weil es ihnen peinlich ist, dass ihr Boss gestorben ist. Blub. Oh, auf einmal sind alle futscher. Michael! Michael, raus da mit dir! Ich sitze in der Falle. Der verdammte Gurt klemmt. Michael! Halt durch! Ich hol dich raus! Keine Zeit. Wir sind zu spät gekommen. Sie sind durch.
Ich werde dich da rausholen! Robin! Bart, halt durch! Michael! Der Anzug! Ich kann nicht! Verdammt, Bart! Es ging nie nur um den Anzug! Was seid ihr bereit zu opfern? Als sie mit dem Nanosuit zu mir kamen, opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war, und wurde Prophet. Prophet! Prophet! Die vielleicht beste taktische Kampfmaschine seit Menschengedenken. Nur Befehle befolgt? Ist der überhaupt ein Mensch? Du könntest genauso gut eine scheiß Maschine sein. Aber wenn man alles geopfert hat, um eine perfekte, kalte, harte, logische Maschine zu werden, und diese Maschine versagt, was passiert dann? Halt durch! Jeder hat eine Wahl. Wenn Prophet versagt, was bleibt dann noch? Lawrence! Sie haben etwas, Prophet. Bart! Halt durch! Etwas, das die Seth nie haben oder verstehen werden. Lawrence! Es geht nie nur um den Anzug! Bart! Halt durch! Lawrence! Bart! Sind frei. Das heißt, sie können sich in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Archangel. Totale. Orbitale. Vernichtung. Klar. Ich glaube, es ist klar, was unser Ziel ist. Hasta la vista. Thank you.
der ersten Woche unserer Ausbildung lehrten sie uns eine Lektion. Ein guter Soldat weiß, dass es nur eines gibt, worauf er sich verlassen kann, wenn die Chips ausfallen. Nicht auf seine Informationen und nicht auf sein Equipment oder seine Waffe, sondern nur auf sich selbst. Ich habe lange gebraucht, um mich daran zu erinnern. Fürs Erste ist der Krieg vorbei. Ich habe Fehler gemacht, aber ich bin nur ein Mensch. Mein Name ist Lawrence Barnes. Sie nannten mich Prophet. Vergessen Sie mich nicht. Ja, was soll man zu so einem epischen Ending noch sagen? Also das ist einfach das ungefähr das beste Singleplayer-Spiel, was ich bis jetzt überhaupt gespielt habe. Also ich finde das so unglaublich cool. Wenn dann einfach am Ende, wo die Szene mit Psycho noch war und wo dann Prophet ins Universum geschleudert wird. Und wo man auf einmal dann diese epische Musik anfängt zu spielen, das ist so ein Gänsehaut-Moment, wo man dann diese riesigen Alien-Invasionen dann da zerstört mit dem Laser. So krass. Also, so eine gute Story. Am Ende ist es vielleicht ganz interessant zu erwähnen, wo man Prophet noch gesehen hat an der Insel, beziehungsweise an der Küste da. Das ist der Schauplatz von dem ersten Teil der Crysis-Reihe. Das ist jetzt der Crysis 3 gewesen und im Prinzip war es also noch so ein bisschen so. Ja, die kleine Reference zu der ersten, das war im Prinzip da auf Ling Shan, wo sie ursprünglich die Seth zum ersten Mal begegnet sind. Und ja, auf jeden Fall, ich hoffe sehr, dass euch das Let's Play genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Also zum Spielen macht das Spiel unglaublich viel Spaß und ich glaube auch zum Anschauen, einfach weil das Spiel so schön aussieht, einfach diese ganzen visuellen Effekte auch am Ende, wie das Wurmloch dann in sich wieder zusammengefallen ist, sieht einfach so toll aus. Dann das in Kombination mit dieser super Story und dieser auch der tollen Musik einfach nur. Einfach ein Spiel, was jedem zum Kaufen empfehlen kann. Also auch die Vorgängerteile waren beide sehr gut. Und ich freue mich mega, wenn sollte mal Crysis 4 rauskommen. Und ja, ich glaube, so viel dazu. Und ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr dieses Let's Play fandet. Ob ihr gerne mehr Let's Plays haben wollt. In die Richtung, es wären vielleicht eher Singleplayer-Let's Plays, ob euch das sehr gut gefallen hat. Und ja, wenn dem so ist, könnt ihr natürlich auch dieses Video liken. Wäre eine gute Rückmeldung für mich, ob ich sowas häufiger machen sollte. Und ja, ansonsten bedanke ich mich wieder bei jedem von euch sehr fürs Zuschauen, wenn ihr dieses Let's Play auch wirklich von Anfang bis Ende geschaut habt. Das ist echt cool und das freut mich auch, weil es sagt mir dann, dass ich das gut gemacht habe. Und das freut mich auch und ja, genau. Dann hoffe ich, dass man sich in einem weiteren Video irgendwann wieder hört. Und ja, bis dann. Ciao.